Was ist das denn? Da muss ich ja mal eben aussteigen und mal hingehen und mal gucken. So. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin in Hannover zum Alivanova Baustelle. Da bin ich auch gleich. Und so starten wir ganz schwungvoll in der neuen Woche direkt mit einer 5-Kunden-Tour. 5 Entladestellen habe ich jetzt drauf. Wollte ich hier schon rein? Ja, genau, hier wollte ich schon rein. Weil mein Navi mir nicht sagen will, wo ich lang soll. Ja, in Städten ist das immer so eine Sache mit dem Navi, mit LKW-Navis. Da stehen immer irgendwo irgendwelche Schilder wegen Durchgangsverkehr. Das Navi denkt, das ist ganz böse, du darfst da nicht durchfahren. Ist aber gar nicht so. Oh, get up! Habe ich schön gekleckert. Irgendwo muss es hier Dieseltücher geben, ne? Mal gucken. Diese Geräusche gefallen mir überhaupt nicht. Das war die Tankstelle, die letztes Mal kaputt war und ich hoffe, dass sie diesmal durchhält. Wobei letztes Mal das Problem war, dass das Terminal nicht zu den Zapfsäulen verbinden konnte. Aber es klingt schon wieder gar nicht gesund hier. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fällt auch bald auseinander hier.
Schuhe bleiben draußen. So, nur mal schnell vorfahren, dass der Kollege, der jetzt hinter mir wartet, da eben ranfahren kann. Erstmal abstellen. Für die Umwelt mache ich meinen Motor aus. Seit dem letzten Mal tanken habe ich tatsächlich ganze 2760 Kilometer gemacht. Und der Wagen war nicht restlos leer. Also da ging sogar noch was. Wahnsinn. Geht richtig was rein hier. Also da kann ich auch mal eine Woche durchhalten, ohne zu tanken hier. Noch was erledigt. Dann rufe ich gleich mal die Dispo an, werde mich nochmal über die nächsten Schritte informieren. Und dann geht das hier weiter, die große Runde. Dann geht das hier aber weiter. Das ging gut, das ging schnell. Plan auf und dann kam der Stapler und dann hat er eben die 7 Paletten nochmal runtergenommen. Das war Kunde 2 von 3. Jetzt fahre ich weiter, Kunde 3 von 3. Eine Sackgasse irgendwo auf dem Land, wo ich keinen erreiche. Ich denke mal, ich werde draußen stehen bleiben und mal zu Fuß spähen gehen und wahrscheinlich dann mit dem Stapler reinfahren. Die Straße dahin sah schon sehr spannend aus. Mal gucken, ob ich da noch gleich was zum Film habe oder ob ich dachte, das ist doch interessant. Uninteressant. Wieso habe ich eigentlich irgendwo eine halbe Stunde Pause reinbekommen? Wo habe ich denn vergessen, auf Arbeitszeit zu drücken? Ich meine, es ist jetzt nicht schlimm, dass ich eine halbe Stunde Pause drin habe. Aber eigentlich habe ich nirgendwo auf Pause gedrückt. Na egal. Also der ist hier mit der Drehzahl wirklich sehr penibel, was seine Gänge angeht. Wenn ich 66 fahre, dann will er am 11. fahren. Wenn ich 68 fahre, fährt er am 12. Wenn ich 67 fahre, fährt er am 11. Ich kann zwar manuell hochschalten bei 66, aber bei jeder kleinsten Anhöhe und Steigung, wo eigentlich gar keine Kraft für bräuchte, schaltet er trotzdem wieder runter den 11. Ja gut. War ich halt 68. Jo, hier ist Ende, ne? Für LKW bis 10 Meter. Toll. Ich baue den Stapler ab, ich fahre da jetzt mit dem Stapler ganz hin. Ne? Das sind noch knappe halber Kilometer, das muss gehen. Machen, das ist kein Problem. Ja? Wenn ihr sagt, ich darf, dann mache ich. Ja, die anderen standen auch alle übereinander. Gar kein Thema. Dann würden wir sie hier. Stell sie doch am besten hier so hin. Drei Stück hin und drei übereinander.
Montag ist vorbei. Ich hoffe, das Licht ist jetzt hier mal gut, denn es blendet mich ziemlich. Aber ich habe mich jetzt einfach mal hinter meinen Rückfahrscheinwerfer gestellt. Den nutze ich jetzt einfach mal kurz als Filmlicht. Hoffentlich wunderschön. Ja, ich stehe in Dienstlage in einem Industriegebiet. Neben der Firma, die hoffentlich nicht allzu laut ist, falls sie heute Nacht wirklich arbeitet. Ich stehe jetzt hier zwar entgegen der Fahrtrichtung, aber ich denke, hier sollte ich meine Ruhe haben. Jetzt pustet gerade noch das Dach auf, weil wir haben ja teilweise doch wieder Temperaturen und den Gefrierpunkt, dass ich morgen gar nicht böse von Eisplatten überrascht werde. Das können wir ganz leicht umgehen. Und dann gibt es erstmal schön was zu essen. Ne? Feierabend! Der erste Feierabend der Woche. Oh, ist das schön. Ich habe vorletzte Woche erst den LKW gewaschen, aber der sieht schon wieder wirklich schlimm aus. Jetzt bin ich eben zu allem Überfluss noch bei einem Klinkerwerk reingefahren, wo die Ausfahrt voller Ton ist. Es ist nicht so schön, wie er gerade aussieht. Aber gut, ist immer noch ein Arbeitsgerät. Ne? Dafür kann ich ja dann irgendwann auch wieder in eine Waschanlage fahren und danach ist er wieder hübsch. Ja. Aber bis dahin muss ich wohl damit leben, dass er jetzt erstmal dreckig ist. Regen, Regen, Regen. Nur graues Wetter. So macht das doch keinen Spaß. Aber ich sitze immerhin drin im Warmen. Schön hell. Nach vorne und nach hinten. Herrlich. Wieder was geschafft. Der Auflieger sieht aus wie Sau. Aber ich mache jetzt nur noch schnell den Stapler an die Plane zu, fahre zurück zum Hof. Und dann mache ich da alles weitere fertig. So, einmal fix wieder Stapler getauscht, denn für den Auftrag, den ich gerade hatte, ach hier ist bestimmt wieder zu dunkel, ne? So könnte besser sein, ne? So, für den Auftrag, den ich hatte, ging mein Stapler nicht. Die Paletten, die ich geholt habe, die waren zu flach. Ich habe ja die dicken Teleskopgabeln und da hätte mein Stapler nicht reingepasst. Deswegen habe ich mir kurz vom Hof den Hofstapler geschnappt. Ich habe mit dem den Auftrag ausgeführt und jetzt bin ich wieder hier. Liegt sowieso auf der Strecke, tausche den Stapler wieder gerade zurück. Und dann habe ich schon meinen nächsten Auftrag für morgen früh. Ich übernachte hier auf dem Hof. Hier habe ich Dusche, hier habe ich Sanitäranlagen, hier ist alles wunderbar. War das eigentlich dumm, dass ich das so rum gemacht habe mit dem Licht? Hätte ich das nicht viel mehr so rum machen müssen? Ein bisschen Pech habt ihr, das ist eine Aufnahme mit schlechter Belichtung. Kennt ihr schon von mir, ich glaube, da könnt ihr mit leben. Ich habe gerade 10 Minuten fieberhaft mein Handy gesucht, Scheibenwischwasser aufgefüllt und danach mein Handy nicht mehr gefunden. Scheiße, wo ist das denn? In der Halle geguckt, auf dem Stapler, alle Taschen durchgeguckt. Ich hatte es eben noch, ich weiß es. Manchmal kann man gar nicht so blöd denken, wie man eigentlich war. Denn das Handy war... Hier.
Hier. Da ist es. Halt doch die Schnauze. So, Frühstück. Jetzt ist mein Eibrötchen dran, das ich mir heute Morgen geholt habe. Ich habe in der Zwischenzeit geladen und auch schon zwei Stellen wieder abgeladen, aber alles uninteressant. Und ich habe jetzt noch einen Kunden drauf, der geht hoch bis Flensburg. Oder bis kurz vor Flensburg. Und ich sage zu ihm, ja, die Adresse findet aber keins meiner Navis. Ich habe die auf keiner Karte gesehen. Und sagt er, ja, die wirst du auch nicht finden, ist auch nirgendwo eingezeichnet. Wir treffen uns da und dort. Ich hole dich ab, ich fahre voraus. Aha. Verspricht ja spannend zu werden. Gesagt hat, da würde ich mit dem LKW so nicht hinfinden, hat er ja absolut recht gehabt. Gut, dass er mich abgeholt hat auf dem Weg.
gerade noch gesagt, wie ich hier wieder wegkomme. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich überhaupt hin will. Navigation, letzte Ziele. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, ob ich da auch durchkomme, wo er sagt, dass ich durchfahren soll. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das gibt Ortsnummern. Jetzt darf mir auch keiner entgegenkommen. Yes, das sieht doch nach einer Straße aus. Sehr geil. Dann kann ich mich noch kurz hier auf den Parkplatz stellen. Sehr, sehr geil. Liftachse kann ich wieder hoochziehen. Ich hoffe, man erkennt das jetzt so ein bisschen. Da hinten die letzte Achse, die ist ja hochgezogen. Wenn ich jetzt hier meinen Knopf gedrückt halte, dann senkt die sich ab. Habe ich gesagt die letzte Achse? Ich meinte die erste Achse. Wenn ich jetzt wieder meinen Knopf drücke, dann hebt ihr sich gleich wieder an. Und das ist super für den Reifenverschleiß. Die dritte Achse ist eine Lenkachse, die erste Achse ist ja gar nicht mehr auf dem Boden jetzt. Das heißt, ich habe meinen Reifenverschleiß minimiert. Nur mein Wendekreis ist größer geworden. Jetzt ist tatsächlich gerade hinten, wo ich rausgekommen bin, jetzt gerade, wo ich hier vom Parkplatz roll, ein LKW tatsächlich reingefahren. Also, einer von uns beiden hätte tatsächlich zurücksetzen müssen, wenn der 3 Minuten früher da reingefahren wäre. Und ich wäre es nicht gewesen, denn ich habe keinen Anhänger. Ich habe einen Anhänger hinter und er nicht. Also wäre die Frage ganz schnell beantwortet gewesen, wer zurücksetzt. Ich fahre jetzt wieder zu einem anderen Auftraggeber. Euch mag aufgefallen sein, dass es letzte Woche kein Video gab. Das lag daran, dass ich dann Dinge fahre, wo ich ganz viel habe, was ich nicht filmen darf. Und das macht mir keinen Spaß. Dann lasse ich lieber zwischendurch eine Woche sausen und filme dann nicht. Und mache dann halt auch kein Video. Alter, was ist das hier für eine Straße überhaupt? Ey, das fühlt sich wie auf hoher See. Unglaublich. Und dann lasse ich lieber mal eine Woche das Video ausfallen, als dass ich da irgendwie alles Mögliche verpixeln und zensieren muss. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und das ist der Grund, warum es dann zwischendurch Wochen ohne Video geben wird. Und ich habe in meiner jetzigen Woche gerade aktuell Mittwoch. Ich gucke lieber nach, bevor ich Mist erzähle. auf jeden Fall endet diese Woche für euch mit diesem Video an diesem Mittwoch. Denn morgen fahre ich wieder besagte Touren und dann filme ich halt nicht. So, heißt, ich beende diese Woche jetzt und hier und heute. Was ist das denn? Da muss ich ja mal eben aussteigen und mal hingehen und mal gucken. Geil. Was für ein schöner Zug, Alter.
Wie geil ist das denn? Hallöchen! Ich habe den Schriftzug immer versucht zu entziffern auf den Fotos. Tourette Wie gut ist das? Riecht noch neu. Der riecht richtig neu. Kleinigkeit gehabt, die ich filmen und euch zeigen konnte. Ah, das ist doch ein viel schöneres Ende für diese Folge, oder nicht? Yes. So, ich habe jetzt aber wieder abgesattelt, bin jetzt solo wieder auf dem Weg nach Hause. Jetzt ist aber wirklich Woche zu Ende, Wochenende, Folge zu Ende. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ups, ist an einem MTRZ-Wimpel. Ja, wenn man aufs Handy guckt, dann kann man nicht zurückgrüßen, ne? So oder so ähnlich. Wie gesagt, ich hoffe, ich hat die Folge und die Woche gefallen. Schreibt es mir auf jeden Fall wieder in die Kommentare, wovon ihr mehr haben wollt, weniger haben wollt, was ihr sehen wollt. Dann schaue ich mal, was wir da so machen können. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. Oh, halt doch die Klappe. Ja. Der piept jetzt, weil er denkt, ich darf hier nicht langfahren. Da steht ein Schild 12 Tonnen für Durchgangsverkehr. Ich bin kein Durchgangsverkehr, ich will hier hin. So. Und das mache ich durchaus auch. Aua! Ah, hier noch schön die Schublade auf den Zeh gehauen. Das musste noch mal eben sein hier. So. Interessant, was sind denn das für Spiegelungen da oben? Wo kommt denn das her? Kann man das hier irgendwo mal... Das ist ja höchst interessant. Was ist eigentlich jetzt dumm, dass ich das so rum... Euch mal aufgefallen sein, dass es letzte Woche kein Video gab. Das lag daran, dass es Gründe dafür gibt.